Die Welt ist aus den Fugen geraten. Die Zivilisation, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Durch eine hoch ansteckende Seuche kehren Infizierte als blutrünstige Bestien von den Toten zurück. Ich sah die Bisswunde an seiner Hand, die immer dunkler wurde. Und dann geschah es. Die infizierte Hand schoss suchend in die Höhe, fand die wehenden Haare der Frau und ergriff sie. Der Mann öffnete die Augen, das Gesicht zu einer Maske der Wut verzogen. Seine Haut war vollends grau geworden. Ich bildete mir ein feines Netz aus schwarzen Adern erkennen zu können. Die Iris in seinen Augen war verschwunden. An ihrer Stelle sah ich nur milchig-weiße Augäpfel in der Finsternis. In einer fließenden Bewegung zog er den Kopf der Frau nach unten und verbiss sich in ihre Kehle. Sie schrie vor Schmerz auf und versuchte, sich loszureißen. Mit einem weiteren Ruck biss er ihr ein Stück des Halses heraus. Blut schoss aus der verletzten Arterie. Die sterbende Frau machte Anstalten, sich aufzurichten. Sie umklammerte die Wunde mit beiden Händen. Doch das Gehirn versagte ihr unter dem fehlenden Sauerstoff aus dem Dienst. Noch bevor ihr Kopf auf dem rostigen Metall aufschlug, war sie bereits tot.